YouTube. Hallo, hallo und willkommen zu Worker and Resources. So sieht's aus. Wir sind zurück mit unseren 14 Millionen auf dem Konto und der geplanten Kohleanlage inklusive Schienenanschluss. Wobei zwei Kleinigkeiten hier noch fehlen, die wir heute erledigen wollen. Zum einen wollen wir die Autobahn hier ziehen. Dazu würde ich erstmal die vorhandenen Sachen ein bisschen, ja, entfernen. Damit wir es ein bisschen besser ziehen können vielleicht. Klangsi, klingsi, dongsi, dingsi. Wunderbar. Und dann, ich würde die Autobahn so dazwischen zimmern, weil ich will ja nicht, dass die Stadt zu dicht an die Industrien rankommt. Auch wenn wir einen Filter haben, wäre das irgendwie nicht so geil. Und hier sehe ich schon, das geht nach oben. Ja, eigentlich gar nicht verkehrt. Okay. Oh. Dann... ich weiß nicht, wo die anderen Ressourcen jetzt ohne weiteres sind. Aber ich würde sagen, auch die werden... in einem endlichen Rahmen ja hier sein. Wir gucken mal. Wo... hier. Wo sind die? Also hier ist die Kohle. Und da ist das Eisen. Am besten sieht man das. Ich finde, das mit der Karte funktioniert leider nicht so schön. Ich finde, wenn man hier rüber geht, wenn es hier angezeigt würde, wäre es irgendwie geiler. Wird es aber nicht. Deswegen gehen wir hier mal auf die Eisenmine. Und wir sehen, hier sind zwar so Eisenflecken, aber die Quelle wäre nur 54%. Hier hinten wäre sie wesentlich höher dann. Ja, 81, 98. Ja, das wäre hier so... eine und da eine zweite irgendwie hinkriegen. Das wird schon passen. Das heißt, hier vorne das für die Eisenindustrie und dann passt das mit der Straße in etwa ganz gut. Wir können die noch ein bisschen schöner machen als so ganz gerade, glaube ich. Bisschen mehr geschwungen. Das sollte locker reichen. So, das sieht auch noch nicht nach irgendwas aus. Da machen wir auch nochmal einen schöneren Bogen direkt dran. Irgendwie hat das Ganze nichts. So, von hier nach da nochmal weg. Und das hat irgendwie auch hier nichts, nicht? So, da wollen wir hin. Vielleicht nicht ganz so krass der Bogen, aber so krass wenig auch nicht. Wo wollen wir eigentlich hier hinten mit der Autobahn hin? Das ist vielleicht die bessere Frage. Eigentlich soll die ja nach da rumgehen, das heißt... und wir wollten da auch noch Holzindustrie haben. Bahnübergang nicht erlaubt. Ja, den Bug... kennt man. Manchmal... spinnt er da ein bisschen rum. Ich glaube, so ist schon gar nicht so verkehrt. Erstmal bis hierhin. Und dann hier irgendwie später rumgehen. Könnte passen. Oha. Hier, das sieht aber irgendwie komisch aus, oder? Nö. Geht, passt, wackelt, hat Luft. Wir gehen hinten ran. Und wollen wir hier gleich die Autobahnauffahrt richtig machen? Ja, oder? Bedeutet, was machen wir denn?
Eigentlich müssten wir hoch und wieder runter. Mit einer Brücke. Ja. Mal gucken, ob wir das schaffen. Vielleicht so eine... Vielleicht hier die? Und daneben sind die Schienen. Ah, okay, wartet, wartet. Vielleicht machen wir so einen kleinen Bogen. Ja doch, Brücken sind, glaube, besser. Aber das sieht kacke aus. Das ist ein bisschen schade, nicht? Wenn das so ist. Die kann man halt schwer einsetzen. Da muss man wirklich spezial gebaut haben. Dann nehmen wir die hier. Und die verrückte Sache ist ja die... wir müssen mit der Schiene ja auch mit einer Brücke rüber. Drei, sechs, neun. Ich muss mal den Modus ausmachen. Es wird zu eng. Ich glaube, wenn ich das so mache, kommen wir aber nicht rüber, oder? Ja. Ja. Da kann er nämlich keinen Brückenpfeiler setzen. Okay. Also mit dem Bogen ist ja nett, aber scheiße an der Stelle. Jetzt verstehe ich, was wir vielleicht machen müssen besser an dieser Autobahnauffahrt. Was ist denn heute? Also, hallo? Hallo? Also, irgendwie greift er heute nicht richtig. Was das soll, weiß ich nicht. Okay. Wir gehen mal hier gerade. So. Dann die Brücke. 3, 6, 9. Wäre so. Das ist zu weit. 3, 6, 9. Dann haben wir die 50 Meter. Jetzt wäre es wichtig, das von der Seite zu sehen. Ich glaube, so kommen wir mit beiden durch. Und dann wieder runter. Auf 50 Meter. So. Und jetzt müsst ihr die Auf- und Abfahrt theoretisch einmal hier rauf und hier abgehen. An der Stelle. Und das ist kacke. Weil jetzt das Problem wäre mit der Schiene, wenn ich rübergehen will, dann klappt das nicht. Au, Mann. Das hier ist ein schlechtes Konstrukt vielleicht. So wie es ist. Aber es ist ja auch noch nicht fixiert. Das hier muss nochmal weg. Wir brauchen hier, der ist auch geknickt gewesen, einen anderen Übergang. Den müssen wir jetzt mal suchen. Was haben wir denn? Wir brauchen eigentlich nur ein Crossing für die Schiene. Ohne Straße. Die Straße nervt. Die will ich nicht. Oder so. Dann hätte man die Straße weiter rechts ein Stück. Das wäre schon gut. Aber was soll ich mit 3 Rails? Road Crossing alleine gibt's. Warum gibt's kein Schienencrossing alleine?
Das sind die gleichen, nicht alle. 3, 2, nur Straße. Ja, dann nehmen wir das. Das glaube ich trotzdem einigermaßen besser. Und das kommt so auf die Höhe. Oh. Vielleicht bauen wir zuerst die Schiene an. Drei, sechs, neun. So, jetzt wollen wir eine gerade Brücke mit einem großen Abstand. Da sieht man nämlich schon echt zu weit, nicht? Nee, das... Das brauchen wir so nicht. Geht das nicht schmaler hoch? 3, 6, 9? So. Ja. Winkel 2 Grad, Winkel kein Grad. Ich hoffe, wir kommen da drunter durch. Und hier bleiben wir ja oben. Oh, und wir müssen aber da drüben ran. Okay, nee, dann brauchen wir ja gar nicht rumgehen, nicht? Wir können einfach gerade und müssen einfach nur hoch. Ohne irgendeinen Kinkerlitzchen. Wenn ich jetzt gerade mache... Okay, warte mal. Wir machen mal das hier hin. Warum habe ich hier eigentlich Doppelschienen? Ach so. Okay, warte. Die eine kann später woanders hingehen als die hier. Wir können für den Bezirk hier noch einen Bahnhof hinbauen. Ja, das ist es doch. Wir könnten wieder den Over-Bezirk-Bahnhof bauen oder einen untenliegenden. Ich wäre echt mal für einen untenliegenden. Da müssten wir aber runter... Das ist echt hoch. Aber wir können das natürlich runtersetzen. Oh. Hat er zu viel weggenommen. Ist immer ganz klasse, wenn er das macht. Oh, ich bin nicht im Parallelmodus gewesen. Verstehe. So. Auf 6 Meter runter. Ja. Besser. Auf 6 Meter runter. Ganz runter. So, wo müssen wir hin? Wir müssen gar keine Kurven machen. Ich versuche die ganze Zeit irgendwie fancy Kurven einzubauen. Und die sind totaler Nonsens. Das geht doch gerade. Ich frage mich, das Spiel zeigt mir 0 Grad Winkel an und trotzdem ist da ein Winkel drin. Das wäre irgendwie cool, wenn er da präziser wäre, nicht? 1 Grad ist hier echt sehr viel. Wäre halt wichtig, das irgendwie zu präzisieren. So, welchen Bahnhof nehmen wir denn für Bürger? 200 Arbeiter ist vielleicht ein bisschen wenig. Airport Station, die ist ein bisschen groß vielleicht. Dann kommen wir, glaube ich, nicht mehr hoch. Der normale Bahnhof vom Spiel kann wie viel? 500 Arbeiter nehmen. Ja, der klingt doch vernünftig. Okay, passt nicht ganz. Sieht irgendwie komisch aus. Nee.
Als ob das... Also ist das vielleicht einfach gerade? Ich glaube, das ist einfach gerade. Es sieht halt nur schief aus von der Seite. Oh, hier ist eine Delle drin. Kann das sein? In dem? In dem nicht, aber in dem hier. Dann machen wir den nochmal neu. Das ist ja das Gute am Parallelmodus. Ja, besser. Dann können wir das so bestätigen. Dann könnten wir hier nämlich einen Tausch vornehmen, dass, wenn die Züge hier ankommen, vielleicht einen Wechsel hätten. Ja. Sehr gut. Auf der Seite kann ich das nämlich nicht mehr machen. Da war das zu eng. Hier geht es, aber hier nicht mehr. Aber dafür wieder hier. Und der geht dann nämlich nach da oben ran. Und dann können wir mit dem in die andere Richtung weggehen. Das heißt, wir gehen immer von 2 auf 1 Schienenbetrieb. Ich weiß nicht, ob das so gut klappt. 1, 2, 3. Aber das werden wir dann sehen, glaube ich. Und hier, das wird jetzt spannend, müssen wir irgendwie eine Brücke hinkriegen. Jetzt wäre cool, wenn ich erst den Mittelteil bauen könnte und dann die beiden anderen daran. Aber das geht natürlich nicht. So, ich kann nämlich nicht so machen und dann ein Teil rausreißen. Und ich kann auch nicht einfach oben in der Mitte anfangen. Ja, das wäre eine coole Brücke. Das heißt, ich muss eigentlich herausfinden, welchen Bogen ich brauche. Muss ihn irgendwie beibehalten. Bis hierhin. Jetzt das gleiche in die andere Richtung. Vielleicht bis dort. Und dazwischen jetzt eine... So. Da kommen wir doch niemals durch. Die ist zu schmal. Kacke. Was hatten die? 38? Die hätte 58. Da hätten wir einen Pfeiler in der Mitte. Weiß nicht, ob ich da links und rechts mit einer Straße vorbeikomme. Wir probieren mal. Ja. Aber ich glaube, die wäre ein bisschen flach. Oder? Kommt da überhaupt ein Auto durch? Ja, ich bin unschlüssig. Die sieht zwar ganz gut aus, aber das ist, glaube ich, auch schon alles. Was diese Brücke könnte. Da bitte. Hallo? Da. So, mal gucken. Kommen wir da mit beiden irgendwie durch? Na, ich glaube nicht. Ich glaube, hier kommt nur eine Straße durch. Ja, das geht so nicht. Da fehlen Millimeter. Die müssen wir uns irgendwo herholen. Die müssen wir uns irgendwo herholen. Ich meine, wir können das Stück noch ein bisschen wegnehmen. Die kriege ich, glaube ich, nicht anders hin. Oder?
Ich werde nur so ein Stück haben, falls man... Na, okay. Die haben auch so ein Minimum-Ding. Falls man, später nämlich noch ein Signal oder so setzen muss. Ich glaube zwar nicht. So. Jetzt ist doch mehr als genug Platz, oder? Für dich. Und dann kommen doch beide Straßen da durch. Ja. Okay. Und wenn man jetzt nochmal die hier wegnimmt, ich hoffe, das geht, dann kriegen wir das doch noch schöner hin. Na, aber die Antwort... Also, heute hat er echt ein Problem damit, die zu finden. Und hier wahrscheinlich auch nochmal weg. Und ran. So. Ich finde halt, diese Übergänge, die könnte das Spiel noch ein bisschen schöner darstellen. Aber es ist, wie es ist. Und dann haben wir hier unsere eine Brücke rüber. Die Straße hier geht gerade weiter. Und von hier... Ja, eigentlich wäre besser, hier die Überfahrt zu haben. Weil da ja die zweite Schiene ist. Könnte das hier geradeaus weitergehen? Oh oh. Na, nicht ganz. Aber das wird spannend. Ich glaube, ich komme da nicht hoch genug mit der Brücke. Ja, oder sie sieht so komisch aus. Und dann fehlt hier wieder der Pfosten. Aber abgesehen von dieser Tatsache, wäre ja jetzt die Auffahrt erstmal wichtig. Die Brücke, wie die am Ende aussieht, ist ja egal. Aber ich glaube, wir kriegen die Auffahrt gar nicht daran. Weil die müsste ja hier hinten hinkommen. Hm... Die wollen abfahren. Die würden da hinten hinkommen. Die würden von da abfahren wollen. Das heißt, irgendwie, wir müssen von hier hinten dann da rankommen. Und wir müssen auch noch die Stadt verbinden, theoretisch hier durch. Sonst haben wir hier zwei getrennte Bezirke. Das heißt, wir bräuchten... Ah, hier kommt ja auch noch eine Autobahn an. Okay, wir machen es anders. Das hier hat gar keine Auswirkung. Das lassen wir. Das... Die Schienen, okay, wir brauchen hier die Anbindung, weil das Ding gibt's nur mit Straßen. Ist halt so. Können wir nicht ändern. Aber, was wir ändern können... ist, wo wir rankommen. Und ich meine, wenn eh hier eine Autobahn kommt, dann können wir die ja hier ankommen lassen. Dann gehen wir hier rüber und dann müssen wir irgendwie von dem Ding da hinten ran. Vielleicht können wir dann nämlich so durch. Was heißt das nochmal weg?
Es ist echt so wichtig, sich überall Durchgänge zu lassen. Sonst ist man am Ende wirklich aufgeschmissen. Da ist das Ding. Der ist nicht ganz gerade. Das war der nur gedreht. Ich glaube. Das war der nicht mal gedreht, das war einfach der. Klonen. Genau, einfach nur so. Wunderbar. Das ist doch... Aber das ist nicht der, den ich wollte. Hä? Ich wollte den normalen. Oh Mann, also das Speichern und UI blockieren, das ist inzwischen echt extrem geworden. Hä, wo ist denn der Standard? Durch... Da, den, dich will ich. Ohne irgendwelchen Mod-Kacker. Einfach nur das ganz normale Ding. So, nochmal. Wir stellen uns da vor... So. Besser. Und ich wollte ja eigentlich keine Kreuzung in dem Spiel. Das wäre eine Kreuzung hier. Gut, aber was fährt hier schon, nicht wahr? Eigentlich nix. Das kriegen wir nicht weiter südlicher. Kommen wir hier überhaupt drüber? Ja. Okay. Nicht, dass das nachher nicht gehen würde. Aber viel anders als das hier kann ich das auch gar nicht bauen. An sich, gut, das ist ja ein totes Ding. Das hier bräuchte ich ja nicht mal, wenn man es so genau nimmt. Ich kann das hier nochmal ordentlich vielleicht so machen. Ah, wäre auch kacke. Nee, dann lieber so. Und das Ding kann dann mit an die Autobahn ran. Die dann von hier irgendwo kommt. So. Und die geht rüber zu uns. So, wir gehen da mit ran, theoretisch dann. Das heißt, die endet hier nicht, sondern geht noch ein Stück... Na, heute ist schwierig Spiel, oder? So. Sondern geht noch so ein Stück weiter. Ach, ja, ich habe den Modus aus. So. Das geht bis hierhin. Und hier sieht man, da habe ich den Modus nicht angehabt und dann hat er Misty gebaut. Und so baut er kein Misty. Okay, die Straße geht durch und ich würde sagen, die geht drüber. Und das kriegen wir doch relativ gut jetzt hin, oder? Das ist gleich... Okay, das müssen wir... Vielleicht ein bisschen so. Und jetzt 3, 6, 9. Jetzt muss der Modus aus. Ist davor noch... Nee, jetzt sieht's komisch aus. Dass er das überhaupt zulässt, finde ich arsch. Vielleicht machen wir erst eine Seite. Drei, sechs, neun. Okay, wir brauchen mehr Abstand. Und zwar genau so. Drei, sechs, neun. Ja. Das können wir im Parallelmodus
bauen. Das auch. Oh. Wie viel ist das in etwa? Keine Ahnung. Jetzt wieder ohne Parallelmodus. So, dass eine Säule entsteht. So. Jetzt wieder im Parallelmodus. Jetzt wieder runter. Jetzt wieder im Parallelmodus. Ah, das kann er nicht. Okay, die Seite hat also eine andere Steigung. Also die zuerst. So, runter. Okay, reicht immer noch nicht. Dann erst du. Gehen wir mal ein bisschen weiter. 55 Meter, dann passt das auch da. Und hier ist nicht parallel. So. Dann hätten wir da die Autobahnüberfahrt. Und das ändern wir ein bisschen. So. Und eigentlich brauchen wir hier nur noch Einzel-Dingsies, nicht? Also eigentlich so und so. Eine Abfahrt, eine Auffahrt. Und jetzt kommt wieder unser Ding. Oh, jetzt müssen wir wieder so eins bauen. Das heißt, die wollen abfahren. Vielleicht kriegen wir es ja kompakter hin als bisher. Und die wollen hier auffahren. Die wollen hier abfahren. Und hier auffahren. Sieht gut aus. So. Das heißt, die fahren hier ab. Ihr wollt hier abfahren. Okay, das zu... Die Straße eine Biegung hat. Ah, ja. Okay, da müssen wir also über 90. Vielleicht so... So. Ah, das ist vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Eins davor wäre cooler. So. Ein bisschen zu eng. Na. So, und eigentlich sind ja die... Ja doch, von da kann ja auch noch einer kommen, der abfahren will. Schon okay. So. Die wollen abfahren. Das heißt, die wollen hier raus.
Bis da vielleicht. Ein bisschen sehr lang, oder? Das sieht komisch aus. Ich glaube nicht, dass das gut funktioniert. Probieren wir es nochmal. Ja, so. Die abfahren. Zingi Zongi. Der muss einen Ticken weiter. Geht nicht, weil Bahnübergang. Ja. Dann machen wir die ganze Kurve nochmal komplett. Dann geht's nämlich und dann bis dort. Gleiche Spielchen hier. Die kommen und wollen abfahren. So. Und die wollen abfahren. Okay, der braucht ein Meer. Sehr gut. Nach dort bis... Warte mal, ist doch falsch rum, oder? Ist genau falsch rum. Das ist genau falsch rum. Deswegen klappt es auch nicht so ganz. Die wollen doch hier abfahren. Die sind doch rechts. Ja. Okay, das war zu lang. Das war, weiß ich nicht, zu lang, zu kurz, irgendwas. Oder der Winkel passt einfach gar nicht. Das kann auch sein. Ja, ich glaube, hier ist der Winkel nicht okay. Dann fangen wir nochmal an. Okay, ich glaube, hier kann ich auch nicht weiter nach vorne ran. Kann das sein? Ja. Ist da ein Dingsy? Nee, da ist kein Dingsy. Ich kann einfach nur nicht weiter vorne ran. Okay. Dann muss das hier leider so versetzt sein. Kann ich nicht ändern. So. Und dann haben wir da die Autobahnauffahrt und haben die Kohle mit angebunden. Wir haben eine Schiene mit angebunden. Und dann können wir alles befestigen, würde ich sagen. Hier ist die Frage, ob wir nicht einen Tunnel bauen wollen würden. Dass wir hier nochmal runtergehen und wieder hoch, damit wir eine Straße rüberkriegen würden. Weil sonst verliere ich den Bauplatz hier. Ich meine, jetzt wissen wir ja, wie lang das ist. Dann können wir gucken, ob wir hier einen Tunnel hinkriegen. Tunnel. Oh. Hier ist die Auffahrt. Vielleicht noch einen Millimeter wichtig. So. Tunnel 3, 2, 1. Achso. Wie komme ich unterirdisch? F3, okay. Muss ich mir mal merken. 3, 6, 9. Das Blöde ist, er kann jetzt diesen Winkel, den ich hier haben möchte, natürlich nicht beibehalten. Das ist immer so ein Downer in solchen Spielen.
Was war das? Okay. Und wow, ich muss den ganzen Tunnel abreißen. Ja, na gut. Immer ein bisschen problematisch, nicht wahr? Also die Tunnel-Tools und die Brückentools. Ich habe ja schon gesagt, wäre irgendwie cool, wenn man auch mehr als nur einen Tunnel bauen könnte. Wir hatten hier gesoffen. Ich glaube, der muss gar nicht so krass in die Biegung gehen. Alles klar. 1, 2, 3. Wäre halt cool, jetzt eine Hilfslinie zu haben. Und das, ja, das hier vielleicht merkt. Das wäre zu kurz. Oh. Okay. Vielleicht müssen wir wirklich bis so runter. Wäre cool, wenn man einfach sagen könnte, hier Startpunkt, Endpunkt sei 9 Meter tief. Aber so eine modernen Tools gibt es halt noch nicht. Die, wenn ich die irgendwann mal in Spielen habe, die fehlen mir auch immer so bei Railroad Tycoon oder wie hießen die, Railway Empire oder so. Die machen auch einfach gerade Linie. Ja, aber niemand baut so. Das ist irgendwie komplett, das ist technisch vielleicht, ja, einfach umzusetzen, aber danke, Spiel. Und auch so Perspektiven, manchmal sieht man die Sachen einfach gar nicht so. Also, so kann man es schon lassen. So könnte man es lassen, wenn man hier anfangen dürfte. Kacke. Hä, warum? Ich bin im Parallelmodus. Warum? Ja, die nicht an der gleichen Stelle starten, oder was? Okay. Das können wir ändern. Eins, zwei, drei. Neun Meter. Da geht's jetzt auch parallel. 1, 2, 3. Und da geht's auch parallel. Ja, so ist gut. Perfekt. Zack. Und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, ein bisschen mehr mit den Straßen zu spielen. Irgendwie an diesen Bahnhof zu kommen. Vielleicht hier noch zwei, drei Gebäude hinzusetzen. Das gefällt mir schon sehr gut. Okay, das wird sich auch nicht mehr ändern bis zu dieser Stelle. Auf jeden Fall nicht. Können wir... Also, heute ist irgendwie der Wurm drin, was er hier macht. I don't know it. Sometimes. So. Danke. Und ja, das wird sich auch nicht mehr ändern. Das können sie auch bauen. Wunderbar. Hey, da haben wir ja eine ganze Autobahnauffahrt gebaut in einer ganzen Dreiviertelstunde. Und können jetzt gucken, wie das hier alles fertig wird. Aber dann haben wir eine wunderschöne Stadtautobahn, die auch schon sehr rege genutzt wird. Also wenn man sieht, was da schon durchfährt, irgendwelche Busse und so. Sehr, sehr geil. Und was hier hinten nochmal wichtig wäre, eine Tankstelle. Da ist eine. Hier ist eine. Aber hier fehlt eine.
Ich muss irgendwo vielleicht hier hinter die Ausfahrt, dass die an der Industrie wäre. Dann müsste ich das hier aber ändern, nicht wahr? Hier eine Auffahrt, dann würden die alle wenden, hier zur Tankstelle und zurückfahren. Wie breit ist denn die Tankstelle? Würden wir die da hinkriegen? Nee. Ich meine, die könnte so parallel, aber wo soll sie rangehen? Müsste ja an alle Stellen ran. Oder von hier ab, hier die Tankstelle hin und da wieder ran. So. Kommen hier Schienen lang? Ne, die Schienen laufen auf der anderen Seite. Okay, das machen wir noch. Ich hoffe, das klappt. Natürlich nicht. Hä? Natürlich auch das nicht. Ja, das könnte jetzt ein Problem werden, dass das zu eng ist von den Winkeln. Können die mal spiegeln? Können die so? Aber so ist blöd. So müssten die nämlich nur rechts abbiegen, würden hier rauffahren und wieder rausfahren. Das wäre schon besser. Vielleicht, wenn wir die Winkel so setzen. Das würde gehen dann. Das würde auch gehen dann. Oh, dann bauen wir da die Tankstelle hin. Aber können wir die parallel zu der Straße setzen? Dann wäre ich, glaube ich, noch zufriedener. Ich weiß, schlimm. Ah, das geht wieder nicht. Ja, aber so ist es vielleicht paralleler. Das ist ein halber Mikrometer, nicht? Wieder. Der nicht parallel ist. Okay, das muss ein Stück weiter nach hier. So. Jetzt spiele ich da nicht mehr dran rum. Die Züge können hier schön weiterbauen. Vielleicht kaufen wir noch zwei Bauzüge oder so. Das können wir durchaus machen, nicht? Wir, das Geld haben wir ja. Ich kauf noch einen. Für das, was wir vorhaben. Und das Geld auf dem Konto, da kann es nichts schaden. Jetzt noch Chaining. Oh, wir müssen die erstmal verbinden, würde ich sagen. Hier. Ja, das war ein Problem. Und dann ist der Abschnitt einer, genau. Und die dahinter sind welche. So, dann kann die nämlich links, rechts hier sich aufteilen und bauen fahren. Und die Forschung ist abgeschlossen. Da geht es also auch weiter. Bis zur nächsten Folge.